Lale Grup ve Lale Halı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Şikip Lale'yi buraya davet ediyoruz. Merhaba, ismim Şikip Lale. Ben çok iyi Türkçe bilmiyorum çünkü Türk değilim. Ama hoş bir tercümanım var orada. Yasmin Hanım, çok teşekkür ederim. Ich werde den Vortrag in Deutsch halten. Sehr verehrte Damen und Herren, als Inhaber der Lale-Gruppe Deutschland, Importeur abgepasster Teppiche, darf ich hier meine Einschätzung der Marktsituation kundtun. Und zwar geht es um meine Einschätzung aus europäischer Sicht. In Europa findet gerade ein Wechsel, ein Wandel im Teppichsektor statt, der ein Umdenken in der Teppichindustrie zur Folge haben muss. Der türkische Produzent, worum es hier in diesem Forum geht, hat sich sicher bisher darauf verlassen, bereits auf dem Markt bestehende Produkte zu einem kostengünstigen Preis anzubieten und zu veräußern. Dieser Preisvorteil hat viele Kunden dazu bewogen, Produkte aus der Türkei zu importieren. Auf dem ersten Schritt der richtige Vorgang. Jetzt müssen wir schauen, wie kann der Markt weiter existieren, wie kann man den Markt weiterhin aufbauen. Hier schließe ich die Markenprodukte völlig aus. Die Marken haben verstanden, worum es geht. Die Marken sind einen Weg eingegangen, der meiner Meinung nach in die richtige Richtung geht. Der erfolgreiche Produzent der Zukunft muss in Forschung und Entwicklung investieren. Sie muss in eine eigene Handschrift investieren, um unvergleichbare Produkte herzustellen. Siehe Step, mein Vorgänger, die Dame hat das ja gerade beschrieben. Es ist der richtige Weg, eine Handschrift nach außen darzustellen, um im Exportbereich mit dem Produkt, mit dem Namen erfolgreich zu sein und nicht mit einer Ware, die jeder herstellt. Mit der eigenen Handschrift kann man sich auf dem Markt etablieren, ohne einen Preiskampf zu unterliegen. Wir haben das sehr stark in Deutschland, dass bestimmte Produkte dem Preiskampf unterliegen, weil der Kunde eigentlich das Produkt diktiert. Der Kunde bestimmt, wie die Beschaffenheit des Teppichs sein muss, wie das Gewicht sein muss und welchen Preis der Teppich haben muss. In der Teppichindustrie ist die Webart der Produkte weitestgehend festgelegt durch die Maschinentypen. Eine bestimmte Maschine kann ein bestimmtes Produkt herstellen. Jedoch ist die Webart allein nicht das Ausschlaggebende bei einem Teppich. Viel wichtiger sind heute die richtigen Materialien, ansprechende Farbkombinationen und ausdrucksvolle Designierung. Von mir aus auch Materialmix, um ein Produkt darzustellen mit einer Maschine, die etwas anders ist. Im Bereich der Materialien ist in Europa Polypropylen natürlich nicht wegzudenken. Jedoch nur im unteren Preissegment. Ein Trend in Richtung Naturrohstoff ist sehr stark zu erkennen zurzeit. Darum geht es in erster Linie um Produkte wie Wolle. Der Konsument hat das Bedürfnis, sich mit Naturprodukten zu umgeben momentan. Wolle ist ein Produkt, was man in einem Teppich hervorragend bearbeiten kann. Baumwolle, Seegras, Bambus, Bananenfasern, Sisal oder Kokosfasern. Einfach nur, um ein Produkt darzustellen, was andersartig ist auf dem Markt, um eine eigene Handschrift darzustellen auf dem Markt. Dies wird wahrscheinlich das Thema in den folgenden Jahren sein. Dieser Naturtrend, dieser Biotrend, alles was mit natürlichen Rohstoffen zu tun hat, Strukturen eines Teppichs, die der Natur ähneln. Wir haben vorab Redner gehabt. Was mich imponiert hat, waren Redner der Firma Egger mit Produkten, die außer der Norm sind. Genauso die Firma Step, genauso Sarayhalle. Die Marken sind momentan im Trend.
Wie allgemein bekannt, befindet sich Europa momentan nicht in der wirtschaftlich Bestform. Die Teppichbranche ist leider in wirtschaftlichen Krisenzeiten betroffen, weil Produkte wie Teppiche keine Priorität in der Lebenshaltung darstellen. Um dennoch auf angenehme Umsatz- und Ertragszahlen zu kommen, ist es sehr wichtig, die Wertigkeit der Produkte anzuheben, um einen hohen Pro-Kopf-Umsatz zu erzielen. Wenn wir schon wenig Nachfrage haben durch eine Krise, müssen wir schauen, dass wir durch bessere Produkte einen besseren Pro-Kopf-Umsatz erzielen. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Versorgung der Verkaufspunkte. Aus kosten- und lagertechnischen Gründen entfernen sich die Verkaufsfilialen von Vorratshaltung und Warenlager. Es ist nun Aufgabe der Industrie, Wege zu finden, um eine schnelle Nachlieferung zu gewährleisten. Es gibt natürlich grundsätzlich zwei Wege, einen derartigen und auch notwendigen Service zu gewährleisten. Zum einen kann der Produzent in dem jeweiligen Land, wo der Service benötigt wird, durch Investitionen eine eigene Organisation mit fähigen Personal, fähigen Mitarbeitern und natürlich einem Warenlager aufzubauen. Zum anderen können Kooperationen mit Importeuren zum Beispiel geschlossen werden. Die letzte Möglichkeit ist aus meiner Sicht sicherlich die wirtschaftlich sinnvollere. Vorausgesetzt, der Importeur hat eine stabile Basis mit einem bestehenden Operationsnetzwerk. Die türkische Teppichindustrie hat in den vergangenen Jahren durch viel Einsatz und Investition eine hervorragende Stellung auf dem Weltmarkt erreicht. Nun liegt es an jedem Unternehmer, diese Stellung durch Kreativität zu stärken und weiter auszubauen. Die Möglichkeit und die Basis besteht. Vielen Dank. Eine Präsentation meiner eigenen Firma habe ich nicht für angebracht gesehen, da die nur ein Beispiel darstellen kann. Dies ist die grobe Marktsituation in Europa. Vielen Dank.